Die Ukraine versucht, das Leben in den zurückeroberten Gebieten im Osten so schnell wie möglich wieder hochzufahren und zu normalisieren. Und zugleich scheint sich dabei auch die Erfahrung nach dem Abzug russischer Truppen aus der Umgebung von Kiew im Frühjahr zu wiederholen. Aus den befreiten Gebieten melden nämlich ukrainische Behörden jetzt auch wieder Hinweise auf mutmaßliche Kriegsverbrechen der Besatzer. Antje Diedrichs berichtet. Nichts als Schutt und Zerstörung haben die russischen Besatzer in der Region Kharkiv hinterlassen. Unbestätigten Angaben zufolge sollen sich Putins Armeen auch aus Melitopol im Süden der Ukraine zurückziehen. Das vermeldet Ivan Fedorov, der ehemalige Bürgermeister der Stadt, auf Telegram. Die Insassen flohen aus Melitopol in Richtung der vorübergehend besetzten Krim. Am Kontrollpunkt in Tschonga wurden bereits Kolonnen von militärischem Gerät gesichtet. Es war zu erwarten, die schnelle ukrainische Offensive lässt ihnen keine Chance. Umso mehr Chancen haben jetzt die Einwohner von Balaklia. Überglücklich liegen sich die Menschen in den Armen. Die Ukraine hat die Kleinstadt zurückerobert. Folter und Mord waren unter den russischen Besatzern an der Tagesordnung. Ermittler der ukrainischen Polizei versuchen jetzt, die Kriegsverbrechen von Putins Truppen aufzudecken. Hilfsgüter werden an die letzten verbliebenen Einwohner verteilt, die überlebt haben. Hinter ihnen liegen Monate in ständiger Angst. Die Russen zogen meinen Mann bis auf die Unterwäsche aus. Hier, auf der Straße, musste er sich komplett ausziehen. Sie schauen dich an, drehen dich um, schauen nach irgendwelchen Narben, Tätowierungen, ob man gedient hat oder nicht. Sie nahmen die Leute mit. Es war der Horror hier. Die ukrainischen Streitkräfte haben bei ihrer Gegenoffensive massive Fortschritte erzielt. Die Truppen haben mittlerweile ein Gebiet von 6000 Quadratkilometern zurückerobert. Izium ist nur 40 Kilometer von Balaklia entfernt. Hier ist auch fast alles zerstört. Die Stadt wirkt menschenleer, aber langsam trauen sich hier die ersten Einwohner wieder aus ihren Verstecken heraus. Izium diente Putins Truppen als Kommandostützpunkt für die russische Nordfront. Die Besatzer haben die Stadt fluchtartig verlassen. Sogar die Munition haben sie zurückgelassen. Der ukrainische Präsident will, dass nun so schnell wie möglich wieder die Normalität in die zurückeroberten Gebiete einzieht. In Balaklia, in Kharkove zum Beispiel, wurde bereits mit der Auszahlung der Renten für 5 Monate auf einmal begonnen. Für die Zeit, in der wir wegen der Besetzung einfach keine Zahlung leisten konnten. Und alle ukrainischen Rentner in den befreiten Gebieten werden Zahlungen erhalten. Die Ukraine kommt immer ihren sozialen Verpflichtungen gegenüber den Menschen nach. Aber die Kämpfe gehen auch noch im Kharkiv weiter. In der Nähe der belarussischen Grenze trainiert die ukrainische Nationalgarde für ihre kommenden Einsätze. Das erklärte Ziel, alle besetzten Gebiete der Ukraine zurückzuerobern. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.